Der Junge da sieht etwas traurig aus. Komm zu Papa. Hallo. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Bin ich auch. Das bringt der Beruf so mit sich. Welcher Beruf? Ich bin Komparse. Sie wissen schon, einer der Statisten, die da sind, um das Bild zu füllen. Ach, das ist Ihr Job? Genau. Traurig, was? Und warum machen Sie nicht mal was anderes? Hauptrolle in einem Adventure oder sowas? Weil ich sonst nichts kann. Ich bin schon recht lange dabei. Ich würde gern Sheriff werden, aber immer kriegt John Wayne die Rolle. In jedem Film. Er spielt immer den Sheriff. Es wäre schön, wenn jemand den Sheriff erledigen würde und die Rolle frei würde. Dann könnte ich Sheriff werden und alles sehe anders aus. Gegen den hier spielen? Oha. Hallo, was spielen Sie? Poker, verdeckt oder offen, Mindesteinsatz $20. Ach, ich lasse es lieber. Ich verstehe nichts vom Pokern. Wenn Sie möchten, können wir mal Mühle spielen. Bitte, wenn Sie nicht spielen möchten, lassen Sie mich in Ruhe, verstanden? Ist ja schon gut. Sie haben vielleicht schlechte Laune. Arbeiten Sie für das Sozialamt? Das Ding ist voll. Wie meinen? Ich soll was? Ha, das ist ja nur 2D. Erwischt. Tagchen. Was wollen Sie? Früher wollte ich Astronaut werden, aber ich glaube nicht, dass ich es noch schaffen kann. Nicht doch. Ich meinte, was Sie trinken wollen. Ah, in dem Fall... Wer spielt da Poker? Das ist Ernest Sullivan Andrews. Kennen Sie ihn nicht, Amigo? Ehrlich gesagt, nein. Er ist wahrscheinlich der größte und bekannteste Spieler der Gegend. Er hat noch nie ein Spiel verloren. Und wie macht er das? Er schummelt, und zwar fantastisch. Ein guter Rat, Amigo. Spielen Sie nicht mit ihm. Keine Sorge. Ich bin so ein schlechter Verlierer, dass mit mir nicht mal jemand Mühle oder Mensch ärgere dich nicht spielt. Aber Jeff muss aufpassen. Er kann Poker spielen. Stört Sie der betrunkene Typ dort nicht? Ach, das ist Jimmy, der Waffenhändler. Er verbringt ganze Tage im Alkoholrausch. Es ist sehr traurig. Aber er ist harmlos. Normalerweise lassen wir ihn dort, bis wir schließen. Und wenn Sie schließen? Dann bereite ich ihm mein Rezept, das Betrunkene weckt. Von dem Gebräu muss man sich zwar übergeben, ist aber sofort wach. Leider habe ich keine Zutaten mehr dafür. Wenn Sie was davon haben möchten, müssen Sie erst die 4 Zutaten, die ich brauche, besorgen. Oh, wir müssen 4 Zutaten besorgen. Wie originell. Das sagt ausgerechnet Fred aus dem Westen. Schon gut, war nicht gegen Sie gerichtet. Notieren Sie. Ich brauche Lebertran, Kaktussaft, Tintenfischtinte und ein wenig Tequila. Wenn Sie das alles bringen, bereite ich Ihnen etwas von meinem Antisufttrank, der Betrunkene weckt. Tja, ich habe einen Freund in der Gegend. Ich kann mir denken, dass er mir hilft. Vertrauen Sie mir. Bald haben Sie Ihre 4 Zutaten. Nettes Plätzchen. Was kann man hier trinken? Das ist ein Saloon. Wir servieren nur Whisky. Tja, dann wird Jeff diesen Ort ja richtig ins Herz schließen. Manchmal serviere ich auch Tequila, weil Pancho, der Mexikaner, ihn oft verlangt. Aber ich habe ihm heute die letzte Flasche verkauft, deshalb kann ich jetzt nur Whisky anbieten. Gut, dann vielleicht später. Es ist sehr gefährlich, in betrunkenem Zustand die Hauptrolle in einem Grafik-Adventure zu spielen. Wie Sie wollen. Dann mal, gute Reise. Ich gehe hier doch gar nicht weg. Aber ich? Mann, hat der eine Fahne. Ach, der Typ hat mehr Intus als Jeff nach dem Tag, an dem Mr. L. die Minibar seines Büros offen ließ. Den spreche ich lieber nicht an. Er könnte wütend werden. In Ordnung. Schon gesehen. Wer sind Sie und was tun Sie in dieser Gegend? Viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht. Sieht man das nicht?
Ich gehöre der 7. Kavallerie an. Als Trompeter, um genau zu sein. Und Sie recken Ihr Instrument stolz in die Höhe, was? Sehr witzig. Ich bin derjenige, der die Bataillonstrompete spielt. Verstehen Sie, was ich meine? Ehrlich gesagt, nein. Wissen Sie nicht, was im Western passiert, wenn die 7. Kavallerie kommt? Dass man immer tetretetetä hört? Der das schmettert, das bin ich. Jetzt begreife ich. Und? Macht das Spaß? Am Anfang ja. Aber mit der Zeit wird es langweilig. Man muss immer dasselbe spielen. Ich würde so gern ein anderes Instrument spielen. Etwas Cooleres, wie E-Gitarre. Aber Hauptsache mal was anderes. Eine E-Gitarre im Wilden Westen? Meinen Sie, dass man damit Erfolg haben kann? Aber Logo, haben Sie denn nie Ennio Morricone gehört? Ich kenne mich nur mit Udo Jürgens aus. Darüber hinaus... Hallo, Amigo. Sie sehen mitgenommen aus. Bin ich auch. Schuld daran ist dieser blöde John Wayne. Er kriegt immer die Rolle des Sheriffs, immer er. Und wer sind Sie? Ich bin niemand. Deshalb bin ich ja so traurig. Ich bin nur ein Komparse. Laufe oder stehe in der Gegend herum, damit der Schauplatz belebter wirkt. Halten Sie das vielleicht für einen richtigen Job? Und warum gibt man Ihnen nicht die Rolle des Sheriffs? Weder die Rolle des Sheriffs noch irgendeine andere. Angeblich sehe ich nicht hart genug aus. Es wäre schön, wenn jemand den Sheriff erledigen würde, sodass seine Rolle frei wäre. Dann könnte ich den Sheriff spielen und alles sehe ganz anders aus. Das ist Tinte zum Färben. Ich würde sagen, sie stammt vom Tintenfisch. Und du bist weg. Tag. Hallo. Ist das hier die Wäscherei? Kollegt, dies ist bescheidene Wäscherei dieses bescheidenen Dieners. Wenn Sie etwas zum Waschen oder zum Säubeln oder zum Färben haben, ich, Julin, bescheidener Diener, bin Ihr Mann. Zurzeit habe ich nichts, danke. Aber danke für die Auskunft. Gern zu Diensten. Wie kann ich etwas abholen? Sie müssen nur abgeben Ellenwettenbon bei mir, Julin, bescheidenen Wäschel. Fühlen Sie sich gut? Sie sehen etwas gelblich aus. Sie hat Humor. Ich bin Chinese. Haut gelb wie Zitrone. Ich nicht Hepatitis, soweit ich wissen. Und was macht ein Chinese so im Wilden Westen? So ist es. Kurzum, ich arbeite wie ein Stiel. Aber was soll's? Wenigstens habe ich Arbeit. Ich grüße Sie, Seal. Er schläft fester als ein Murmeltier.
Man hat uns gesagt, dass du die letzte Flasche Tequila aus dem Saloon hast. Kannst du mir ein bisschen davon abgeben? Ich brauche den Tequila wirklich. Hör mal, ich kann den ganzen Tag hier bleiben. Ich habe Zeit. Wenn du schlafen möchtest, gib mir einfach den Tequila und ich verzieh mich, klar? Ich habe Kakteen noch nie gemocht. Es sieht so aus, als wäre er ein Morgenmuffel. Hallo, Amigo. Amigo? Ich bin nicht Ihr Freund. Ich ziele mit dem Schießeisen auf Sie. Tun Ihre Freunde sowas? Hören Sie mal. Sie müssen nicht gleich so unhöflich sein. Sie haben genau zwei Alternativen. Entweder gehen Sie sofort weg, oder Sie lernen meine Höflichkeit mit der Waffe kennen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie mich nicht in das Bergwerk lassen? Was glauben Sie denn? Noch einen Schritt weiter und man wird bis Silvester Schrotkörner aus Ihnen herausklauben. Schon gut, beruhigen Sie sich. Sie bekommen sonst noch Gallensteine. Haben Sie viel Gold aus dem Bergwerk geholt? Ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr. Ich bin viel zu alt, um zu graben und habe dazu Rheuma. Darum kann ich auch nicht im Fluss Gold waschen. Haben Sie auch aus dem Fluss Gold geholt? Natürlich. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Vor allem im Sommer. Ich habe am Ufer gesessen, mit den Füßen im Wasser und dann in aller Ruhe ein oder zwei Nuggets herausgewaschen. Und warum sind Sie nicht reich geworden? Seien Sie nicht albern. Kleine Nuggets müssen freigelassen werden, damit sie wachsen. Nehmen Sie keine Rücksicht auf die Umwelt? Bei sowas kriege ich Zuckungen im Abzugsfinger. Ja, klar, Sie haben recht. Haben Sie vielleicht noch ein Sieb? Ich würde auch gern mal mein Glück probieren. Selbstverständlich habe ich das. Danke. Denken Sie dran, Goldnuggets, danke, nein, müssen wachsen, sind zu klein. Der Typ ist echt plemplem. Ich drehe mal eine Runde, um zu sehen, ob es in der Gegend noch ein anderes Bergwerk gibt. Okay, denken Sie dran, Goldnuggets, danke, nein, müssen wachsen, sind zu klein. Ja, keine Sorge, ich lasse sie wachsen. Mal sehen, ob ich Glück habe. Nichts. Diesmal kein Gold. Mal sehen, ob ich Glück habe. Nichts. Diesmal kein Gold. Mal sehen, ob ich Glück habe. Heureka! Ich habe es gefunden! Ein Nugget! Und es gehört mir ganz allein! War das nicht genial? Das Überqueren ist jetzt kein Problem. Hey, was soll das? Wollt ihr mich wohl loslassen? Leichtgesicht, schweig! Du gefangen genommen!